mal, Erklärbärrolle, wa? Ja, haben wir das Ding. Haben tun wir diese Dichtung. Diese Dichtung. Boah, das stinkt. Diese Dichtung. Diese Dichtung. Die Membran für die Seite. Wenn wir dann sehen, wie die reinkommt. Ich will eigentlich so viel wie also so wenig wie möglich zerlegen an dem Ding hier. Dann haben wir noch ein. Bei Mofa ist das immer so eine Art Schwimmernadelventil oder sowas. 1,75. Das werden wir schon noch rausfinden. Das wird wahrscheinlich hier drüber sitzen. Neben der Membran. Wird wahrscheinlich hier drin sitzen. Und da seinen Job verrichten. Nur noch ein Kupferring, ein Aluring und wo ich schon ganz gespannt drauf bin, wo der hingehört, eine Gummidichtung. Ganz vorsichtig mit der Zange, ja, mini mini. Wir sind gespannt, wo der herkommt. Ja, das Schöne ist, ich werde das jetzt hier schön aufnehmen, ne? Dass wenn ich nicht mehr weiß, wie er zusammengehört, dann kann ich mir das Video selber nochmal anschauen. Ja, also es hat alles seine Vor- und Nachteile. Ich sehe hier schon verschiedene Düsen oder Einstellschrauben. Der Opel-Händler, bei dem ich war zum Abgas einstellen, der hat mir natürlich angeboten, dass wenn ich den dann mal durchgereinigt habe, dass ich den dann gerne vorbeibringen kann zum Nacheinstellen. Wir haben jetzt versucht, so gut es geht, die Werte passend zu machen, also so, dass man da davon ausgehen kann, dass es für die Umwelt nicht verkehrt ist, nicht schlecht ist. Heidewitschka, hier sind ein Haufen kleine Fuddelschrauben, da brauchen wir ja fast dann persönlich. Ne? Also ich bin gespannt, was für ein Dreck innen drin ist. Außenrum den Dreck, interessiert mich eigentlich nicht so sehr, aber ich weiß nicht, ob es vom Licht geht. Da drin die Beuke, alles. Also ich denke, wenn man den mal reinigt, dann hat man schon wieder was Gutes getan. Ja, es ist ein bisschen was anderes als ein Mofa-Vergaser, das gebe ich zu. Es ist dann doch etwas komplexer, aber letztendlich dasselbe Verfahren. Also kann man da ja eigentlich kaum was falsch machen. Weil die Mofas, die sind auch immer gut gelaufen. Ja, also ich gehe meistens so vor. Erstmal auseinanderfuddeln das Ding. Es ist eigentlich Feierabend. Ja. Also ein Hoch auf die Dachdecker, die werden wahrscheinlich privat umbauen. Und die senken sich halt auch. Zeit ist Geld, ne? Ist nun mal so. Ja, ganz tolle Wurst, ne? Also die Schraube hat es nochmal richtig gebracht. Aber die hier sieht interessant aus. Die ist wahrscheinlich, ich gehe jetzt wetten ein, die ist mit Sicherheit mit dem Gummi verbunden. Die ist mit Sicherheit für den kleinen Gummi gedacht. Das habe ich irgendwie so im Gefühl. Entweder ist es die. Ah, ihr könnt froh sein, dass es kein Geruchfernsehen gibt, ne? Ja, irgendwie, es riecht leicht versulzt und nach Sprit und ach. So, jetzt müsste hier vom Gefühl her vorne dran ein Gummi dran stecken. Mal schauen. Nein. Okay. Aber wieder Borke. Ja, also zurück zum Thema. Der Opel-Händler, der hat mir dann natürlich seine Hilfe angeboten. Dass, wenn es soweit ist hier mit dem Vergaser. Ui, die muss jetzt hier rausgefallen sein. Aha, interessant. Interessant, merken, hier raus. Okay, interessant. Was haben wir hier? Borke. Das machen wir dann gleich so, dass es schon mal den ganzen Dreck da irgendwie einigermaßen fängt. Ich weiß noch nicht, ob ich diese ganz tolle Federkonstruktion hier überhaupt lösen soll. Weil wenn es mal so funktioniert, dann sollte man es auch so lassen. Ne? Ein Glück, dass jede Schraube einigermaßen vernünftig aufgeht. Also Respekt vor den alten Hasen, ja, die so ein Ding blind auseinandergebaut und zusammengelegt haben. Ui. Also hier sehe ich auf jeden Fall schon mal ein PS. Hier sehe ich definitiv schon mal ein PS.
So gehört sie. Und das könnte für das Ruckeln verantwortlich sein. Ja, erstens mal, dass das hier nicht sauberst ausgeschnitten ist und dass der Durchgang hier nicht völlig da ist, wie bei diesem. Ja, also das ist ein halbes PS, ist das mit Sicherheit. Und das ist, also in Kombination damit ist mit Sicherheit ein PS. Was mir jetzt hier schon fehlt und was mir, wenn ich Glück habe, geschenkt werden kann. Oh Mann. Yay. So, haben wir das jetzt hier auch nochmal? Nein. Boah, ich will da echt nicht reinlangen. Wir merken uns mal, dass das hier einigermaßen plan ist, plus eine halbe Umdrehung, weil so werden wir es dann auch wieder ranschrauben. Ui. Ja, die tut auf jeden Fall ihren Dienst, die Pumpe, ne? Das ist mich schon beeindruckt. Also, das ist, wenn ich diese kleinen Kanälchen da drinnen ansehe, also das ist ja der Wahnsinn. Das ist ja der Wahnsinn. Schön. Schön. Okay. Noch geblödelt. Hier ist er schlecht unterwegs. Oh, Jesus. Ha! Ja, also noch ein halbes PS. Definitiv. Noch ein halbes PS. Vor allem die Membran ist schon durchgebogen. Ja, also die ist hier schon gewölbt. Hat sich quasi der rostigen Feder schon ergeben. Die nebenbei auch noch sich selber eingedrillt hat. Ja, abgesehen vom Boss. Und das ist die Beuge, die drin heißt. Ja, also. Na, wisst ihr noch, welche Schraube hier reingehört? Das kriegen wir schon wieder. So, das haben wir. Kaputte Membran. Eigentlich dürfen wir das machen. So, machen wir das auch. Und jetzt werden wir mal in die Kammer reingucken. Hier ist übrigens ein Solex-Vergaser. Also. Ist das nicht wunderschön? Vielleicht ist das der Überlauf oder irgendwas. Wahnsinn. Tja, es zeigt halt jetzt mir auch auf, dass ich nicht allzu viel machen kann, da ich eigentlich nur noch diesen hier da habe. Werde ich natürlich vergleichen, ob das dieselben sind. Es ist auf jeden Fall wie ein Schwimmer, dass wenn ich bergauf fahre oder bergab, der Vergaser nicht überläuft, dafür ist das gedacht. Tja, die Dichtung haben wir auch da. Plus, wo ist die kleine Gummidichtung? Das ist mein Schwimmer. 7,3 Gramm. Das ist Toppi. Nichts zu meckern. Also die ist definitiv verstopft. Jetzt ist er wieder frei. Okay. Auch schon mehr mit der Mehrleistung. Die werden wir schön reinigen. Die auch. Gut,
Bei der hier bin ich mir nicht so sicher. Ist auf jeden Fall auch eine 1,75, was gut ist. Der ging auf jeden Fall gut. Das werden wir reinigen. Tja. Ich werde jetzt kurz eine Pause machen, frische Luft schnappen, ein bisschen Bier trinken, das alles in eine gewisse Art von Reinigungssituation bringen hier. Und hoffen, dass sich bis dahin der Sprit etwas verflüchtigt hat. Ich stehe dem Ganzen positiv gegenüber. Ich will es auf jeden Fall gereinigt kriegen. Und ja, werden wir vorgehen mit Bürste, Zahnbürste, anderen Bürsten. Egal was wir finden, eine Mischung aus Bremsenreiniger und Spiritus oder was wir halt da haben. Was wir gerade da haben. Druckluft. Ich will jetzt diese ganze Hebelmechanik und alles, das will ich jetzt gar nicht so weit anfassen. Es funktioniert, das hat alles ganz toll Spiel. Ja, die Federn funktionieren, die werden noch besser gehen, wenn mal der Dreck draußen ist. Ja, die ganze Beuge hier wegbekomme. Ja, Versulzungen in manchen Ecken, dann den Dichtungssatz wieder einbringen. Ja. Also ich muss jetzt an die frische Luft, das geht mir hier. Ich krieg schon Kopfschmerzen davon. Ich tue jetzt die Kleinteile alle hier rüber transferieren und dann jedes Stück einzeln putzen und dann wieder alles in eine Schale und dann wieder zusammenbauen. So habe ich mir das vorgestellt. Ja, es ist auch ein bisschen ein Wagnis, weil ich noch keinen Vergaser in der Größe gemacht habe, ein Mofa-Vergaser oder so. Das ist ja jetzt nicht das Komplexe, ist jetzt nicht das Problem gewesen. Das hier ist natürlich schon eine andere Hausnummer, aber es muss getan werden. Weil, wenn ich mir solche Düsen anschaue, das ist eigentlich Messing, ja, das sollte eigentlich so goldähnlich glänzen und das sieht aus mit Grünspan überzogen. Also ich meine, da verstecken sich jetzt hier irgendwo 2 bis 2,5 PS. Das eine halbe ist mit Sicherheit das hier. Ja, also Dichtung mal falsch aufgelegt oder irgendwie in der Richtung. Das ist auf jeden Fall schon mal was. Dann haben wir hier nochmal ein ganzes PS. Ja. Schwimmernadel, also das Schwimmerventil werde ich das alte wieder nehmen. Dann nehme ich nicht das neue, weil mir das zu lang erscheint. Ich möchte nämlich nicht, dass er dann zu früh zumacht oder allgemein dann auch wieder Spritnöte bekommt. Das wollen wir nicht. Ich mache jetzt kurz einen Break. Seid mir nicht böse, ist ein bisschen langweilig das Ganze, aber für mich neu.
Ich versuche das hier vor der Kamera, es ist alles live. Ja, also wenn ich mich da ein bisschen albern anstelle, vergebt es mir. Also noch bin ich positiv gestimmt, dass wir das Ding wieder zusammenbekommen. Die nächste Option ist halt im eBay wieder einen gebrauchten, gereinigten kaufen. Aber das ist ja nicht unser Anspruch, wir wollen ja reparieren. Ja, und das möglichst erfolgreich. Und deswegen nehmen wir euch hier mit bei der ganzen Chose. Also, passt auf, bis gleich. Ich muss an die Luft, ich muss einen Schluck Bier trinken. Ah, tschüss.